Grüß euch, ich bin der Wös Patrick, ich bin 31 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Eurofighter-Pilot. Ich fliege da in Zeltweg, den Kampfjet vom österreichischen Bundesheer. Und ich bin seit mittlerweile 8 Jahren treuer Kunde vom Carlos und treuer und zufriedener Kunde, sagen wir so. Eurofighter-Piloten ist ein super spannendes Umgebungsfeld. Wir haben nicht nur Trainingsflüge, sondern auch reale Einsätze. Wir machen quasi das in der Luft, was die Polizei am Boden macht, das Air Policing quasi. Kannst du dir das so vorstellen, der österreichische Luftraum ist ab einer gewissen Höhe rund um Ballungszentren und Flughäfen freigabepflichtig. Hat einfach den Grund, weil da irrsinnig viel Verkehr drinnen ist. Und der Flugverkehr gehört getrennt voneinander. Das macht der Fluglotse. Ist dann da jetzt einer drinnen, der keine Funkverbindung hat, gefährdet der alle anderen. Und dann kommen wir ins Spiel und lösen diese Problematik auf. Und daran profitiert jeder, der im österreichischen Luftraum mit einem Flieger unterwegs ist, vom Einsatz der Eurofighter. Ehrlicherweise ein Kindheitstraum. Meine Mama erzählt das immer so, als ich mit 8 Jahren einmal bei der Leistungsschau vom Bundesheer war, am Heldenplatz, und wie ich wieder zurückgekommen bin, habe ich dann zu ihr gesagt, ich will jetzt den Eurofighter fliegen, und das ist dann irgendwie, hat das funktioniert, und jetzt bin ich am Ziel meiner Träume angelangt. Der Eurofighter ist ehrlicherweise ein Flieger, der kein Limit mehr hat. Wir können bis zu 2000 km/h fliegen, wir können unsere Stratosphärenschicht, die Troposphäre, verlassen und in die Stratosphäre hinauffliegen. Und auf uns wirken dabei bis zu 9G, das ist das Neunfache der Erdanziehungskraft. So wie ich jetzt da sitze, habe ich 1G, mir zieht die Erde einmal an, das heißt ungefähr 90 Kilo. Mit der Ausrüstung und den 9G werde ich circa eine Tonne schwer. Das sind die Belastungen, die auf einen Piloten wirken, der in so einem Eurofighter sitzt. Und neben diesen Belastungen muss man natürlich auch noch den Flieger fliegen und die Taktiken anwenden. Heute ist Tätowierer in Patrick gehabt. Uns verbindet nicht nur der Vorname, dass wir beide Patrick hassen. Er war bei uns beim Militär Flugzeugtechniker und ich bin eben dort Pilot. Uns verbindet also auch quasi dieselbe Wurzel in der Fliegerei. Und der Patrick hat das wirklich tadellos gemacht. Also ich war nach den ersten paar Stunden, habe ich mir das Tattoo das erste Mal angeschaut. Das war Wahnsinn. Erstens von der Qualität. Das ist akkurat gestochen, unglaublich. Und auch die Geschwindigkeit. Also wir sind jetzt innerhalb von 8 Stunden, ist der Tiger eigentlich fertig. Der Patrick ist unter anderem auch ein sehr wortgewandter Gentleman und ein irrsinnig höflicher Gesprächspartner. Und es lässt sich mit ihm einfach über Gott und die Welt reden, während die Zeit verschwindet. Heute haben wir Maori-Tiger gemacht, etwas ein bisschen untypisch, weil das Motiv selbst an sich einmal komplett was anderes war. Wir haben den Stil gewählt, weil der Patrick, heißt auch Patrick, schon Maori-Hound gehabt hat, weil er langjähriger Kunde von Carlos ist. Und wir in dem Stil weitermachen wollten. Natürlich ein bisschen modernisieren, ein bisschen was Neues und haben da eine recht coole Lösung gefunden und beschreiten damit, glaube ich, ein bisschen einen neuen Weg. Natürlich hat es auch einige Herausforderungen gegeben, dadurch, dass
diese Umsetzung von deinem Tiger im Maori-Style was Modernes war und das Maori, was schon vorhanden war, eher was Klassisches war. Jetzt haben wir da einen passenden Übergang finden müssen. Das setzt dann natürlich immer wieder vor neue Herausforderungen, weil man die Übergänge dann gemeinsam schaffen muss, beziehungsweise eine perfekte Lösung dafür finden muss. Eins der Gesprächsthemen heute war natürlich auch der neue Fitnessblock, der geplant ist von Patrick. Und ich persönlich finde das grundsätzlich super, weil Fitness allgemein eine ganz große, wichtige Thematik sein sollte, weil ich der Meinung bin, dass man einfach schauen sollte auf seinen Körper und natürlich versuchen sollte, sich fit zu halten. Zum Thema Fitness. Fitness ist für mich nicht nur ein riesengroßer Teil meines Lebens, es ist für mich eine Lebenseinstellung. Ich verbinde Fitness mit dem, meinen Körper zu benutzen. Ich bringe meinen Körper gerne an seine Grenzen und ich tue gern was mit ihm. Ich gehe gern laufen, ich gehe gern in die Kraftkammer. Das ist jetzt nicht nur berufsbezogen, weil wir einfach für den Flieger top fit sein müssen, damit wir diese Gehkräfte aushalten und damit unser Körper da keinen Schaden annimmt. Für mich ist Fitness eher sowas, das ich zum Leben brauche. Ich würde nicht sagen, es ist wie eine Sucht, es ist wie eine wohltuende Sucht, sagen wir mal so. Und für mich ist ein Tag ohne Fitness ist wie eine Nacht ohne Schlaf. Ich werde da ein bisschen unruhig. Der Körper gehört bewegt. Wir sind nicht dazu gemacht, dass wir einfach den ganzen Tag vorm Computer sitzen und uns nicht bewegen. Der Mensch ist dazu gemacht, etwas zu machen. Und es gibt für mich keinen größeren Reward, quasi am Ende des Tages, wie wenn ich viel Sport gemacht habe und dann richtig müde im Bett liege und let's call it a day und dann gut bis zum nächsten Morgen schlafe. Wir haben in weiterer Folge geplant, auch durch die Unterstützung durch den Carlos, danke an dieser Stelle, dass wir meine Trainingstage filmerisch festhalten und die auf einer Plattform wie YouTube und TikTok hochladen. Das Ganze hat sich so ergeben, dass ich Trainingsvideos mit Sascha Huber zum Beispiel gemacht habe und die Frage oder die Nachfrage sehr, sehr groß war, wie eigentlich ein Eurofighter-Pilot trainiert. Und da das bei mir sehr gut funktioniert hat, möchte ich natürlich da die restliche Welt daran teilnehmen lassen oder teilhaben lassen. Es ist kein Geheimnis, wie ich oder wie wir trainieren. Und wir haben sich das so gedacht, dass wir das abfilmen für YouTube, das dort hochladen, inklusive PDF-Dateien, wo man sich die Trainingspläne einfach runterladen kann, natürlich komplett kostenlos, und sie probieren kann, den Trainingsplan nachtrainieren kann und das Beste aus sich rausholen kann. Fahrt's an! Und wenn ihr daran Interesse habt und mir folgen wollt, dann könnt ihr das derweil auf Instagram tun. Mein Name auf Instagram ist, wie mein echter Name ist, Patrick Woes mit W-O-E und 2S, so wie mein Name geschrieben wird, nur mit O-E statt dem Ö. Und damit ihr dann nicht verpasst, wann die Videos auf YouTube kommen und da gleich live dabei seid, folgt mir auf Instagram, ich freue mich drüber und wir sehen uns im Web. Und ich verabschiede mich mit den Red Aoi's, if it flies, it dies.